Mein Name ist Martin Schwendt. Ich bin Geschäftsführer für den weltweiten Vertrieb unserer Radlader. Und es ist mir eine große Freude, dieses Gerät heute hier das erste Mal selbst sehen zu können. Im Nipperwerk Bischofshofen beschäftigen wir uns im Tagesgeschäft natürlich immer mit den neuesten Technologien. Aber wir wissen auch genau, wo wir herkommen, wo unsere Wurzeln liegen. Und dieses Gerät zeigt, dass Lipper schon in den 60er Jahren, also vor mittlerweile 6 Jahrzehnten, innovative Konzepte auf den Weg gebracht hat. Wir vom Reparaturzentrum im Lipperwerk Bischofshofen sanierten diesen Radlader in mühevoller Kleinarbeit. Dabei bot sich für uns die einmalige Möglichkeit, unseren Baumaschinentechniker-Lehrlingen die Technik von früher nahezubringen. Unsere Lehrlinge kannten diese Technik eigentlich nur aus Erzählungen oder aus ihren Schulbüchern. Und hier haben sie die einmalige Möglichkeit, diese Technik anzugreifen und zu verstehen. Das ist kein modifizierter Traktor, sondern ein eigens für den Ladeeinsatz entwickelter Radlader, der für Steinbrüche konzipiert war. Er hat zusätzlich zum Dreiganggetriebe eine Wandlerkupplung für längere Strecken, also auch damals schon ein hoher Fokus auf das Antriebskonzept, möglichst treibstoffsparend laden zu können. Der X-Power-Antrieb, den wir heute verbauen, ist sozusagen die konsequente Evolution dessen, was damals begonnen hat. In diese Restaurierung flossen ca. 650 Arbeitsstunden hinein. Daran beteiligt war ein Baumaschinentechnikmeister mit 3 Lehrlingen, die dieses in mühevoller Kleinarbeit bis zur letzten Schraube sanierten. Mitte der 50er Jahre, wo ich geboren wurde, gab es bei Lipper bereits 2 innovative Prototypen, die bei uns entwickelt und gebaut wurden. Sie hatten den mächtigen Namen Elefant und Mammut. In den 60er Jahren folgten dann weitere Lipper Radlader, wie der hier stehende Lader LSL 1500, der in Bischofshofen aufs Beste von unseren Kollegen restauriert wurde. Der LSL 1500 Lipper Schaufellader wurde 1960-61 circa gebaut. Man hatte 5 Stück gebaut und ein Gerät davon war viele Jahre bei der Firma Fritschbeth im Einsatz. Auffällig ist bei diesem Gerät, dass man seinerzeit schon darauf gedacht hat, um die Kipplast zu erhöhen, den Dieselmotor ganz hinten zu positionieren. Weiters ist mir als ehemaliger Kundendienstleiter von Lipper natürlich aufgefallen, wenn man die Seitenverkleidung abnimmt, dass die Wartungspositionen sehr einfach sind und sehr zugänglich. Das heißt für mich, man hat damals schon Radlader für die Zukunft gebaut.